Das nächste Match ist auch ein Coalition-Match. Und zwar das zweite aus Block A. Angesetzt auf einen Fall. Den weiten Weg aus London. Na gut, so weit ist es nicht. Aber Nino Bryant ist zum zweiten Mal hier bei Project Nova Wrestling. Sein erstes Match gegen Yoshio Amaru hat er gewonnen. Und die Siegesserie soll weitergehen. Er ist Finalist des ersten Nova Cup Turniers. Ein Mann, schneller als das Licht. Ich empfehle jedem Zuschauer hier nicht zu blinzeln, sonst könntest du irgendwas verpassen. Sepp, wir sehen jetzt einfach mal Nino Bryant gegen Nick Schreier. Es wird das schnellste Match im Turnier sein, das call ich jetzt schon. Und diese beiden haben sich noch nie gegenübergestanden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die beiden jetzt hier im zweiten Match unserer ersten Episode, im Main Event unserer ersten Episode, abreißen werden. In der linken Ecke, mit einer Körpergröße von 1,73 Meter und 65 Kilogramm. Er ist aus London, England. Nino Bryant! In der rechten Ecke, mit einer Körpergröße von 1,75 Meter und 80 Kilogramm, Nick Schreier! Die Metropole London trifft auf das wunderschöne Erzgebirge. Vollkommen korrekt, Virgil. Nick ist jetzt hier, um sich erneut zu beweisen. Dieses Mal will er den Sack zumachen und den Turniersieg nach Hause holen. Ja, Nick Schreier ist wirklich von Stunde Null Teil von Project Nova Wrestling. Ich glaube, er erinnert sich noch gerne an Berlin ist not am Ring zurück. Damals im August 2021, unsere inoffiziell erste Show. Seit Nova 1 dabei. Dann Momentum hat er sich hochgekämpft. Bis ins Finale hat sich dort dann René Shaw geschlagen geben müssen. Hat sich der Tradition geschlagen geben müssen. Und trifft jetzt auf einen der besten Highflyer, die es im Moment in der englischen Szene gibt. Wo du es ansprichst, Virgil, das ist bestimmt eine Erinnerung, an die er sich nicht gerne zurückerinnert. Diese Niederlage im Turnierfinale gegen René Shaw, genauso wie seine unglückliche Niederlage bei seinem letzten Auftritt bei Nova. Ja, unglücklich. Das Match gegen Bennett Brown, Schraubenschlüssel, willst du das wirklich als unglücklich bezeichnen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht bis heute, was Referee Lister gesehen hat, aber der Sieg am Ende ging an Bennett Brown, wenn auch durch Disqualifikation, und seitdem haben wir Nick Schreier auch nicht mehr bei Nova gesehen. Bin gespannt, ob wir heute vielleicht ein bisschen anderes Gesicht von ihm sehen. Bis jetzt schönes Wrestling zwischen den beiden. Schickt ihn in die Ecke, direkt oben aufs Seil. Corkscrew in den Armdrag, hält ihn. Und sofort rollt er ihn ein. Ob das zwei war? Up and over. Fängt ihn direkt wieder ab. Nick Schreier holt sich das Publikum, geht übers Seil. Nimmt jetzt Anlauf, aber oh, 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 ausgewichen. Wheelbarrow. Und der Armdrag schickt Nino Bryant jetzt in die andere Ecke. Sofort hinterher. Und auch die beiden wissen, sie haben nur 10 Minuten. Und wenn die 10 Minuten Vollgas geben, meine Güte.
Schöne Konter. Die beiden egalisieren sich. Guck dir das an. Er wollte gerade auf das Seil springen. Er hat den Arm schon gegriffen. Knee Lift. Jetzt will Nick Schreier das selber machen. Schnappt sich die Hand. Noch einer hinterher. Also, liegt das nur an mir, Virgil? Oder geht Nick Schreier heute deutlich verbissener zu Werke als sonst? Ja, ich meine, wir wissen alle, wo er trainiert. Ja, wir wissen alle, welche Leute ihn trainieren. Wer weiß, ob nicht ein bisschen Amboss in ihm drin steckt. Der Amboss schmiedet den Stahl, definitiv. Doppelter Dropkick, egalisieren sich wieder. Und Nick Schreier, ich glaube, in ganz Deutschland hat er noch nicht gegen einen Wrestler gewrestelt, der so viel Speed mitbringt. Ich meine, wir haben Nick Schreier hier schon gesehen gegen Crowchester. Das war das Limit von Nick Schreier. Dieses Match hat er verloren. Und jetzt der Handshake ist schon fair, aber es ist verbissen. Guckt ihr das an, natürlich keiner will hier ins Hintertreffen geringen. Nick greifte sich sofort wieder Back-Suplex-Ansatz. Gesprungen, aufgehoben. In die Ecke. Ausgewichen. Und aufs Seil. Und Slingshot hier von Nick Schreier. Da siehst du mal, was er heute alles auspackt. Aber sofort ist Nino Bryan wieder da. Uppercut. Und wieder der Slingshot von Nick Schreier. Nick setzt sofort wieder nach, schnappt sich seinen Gegner. Ausgehoben mit dem Body Slam. Den habe ich schon gegen Erkan gesehen, übrigens, im Body Slam. Also, das ist wirklich eine Parade. Parademanöver. Ja, 2 Punkte hätte es geben können, Nick Schreier, wenn das hier der 3-Count gewesen wäre. Jetzt hat er Nino Bryan im Headlock. Hält ihn auf der Matte, versucht ihn in die Luft zu rauchen. Ist vielleicht nicht die dümmste Idee, den schnellen Nino auf der Matte zu halten. Das kostet zwar Zeit, aber vielleicht bringt es die wichtige Quäntchen Energie aus ihm rauszupressen. Wusstest du übrigens, dass Nino Bryans Bruder Zander Bryan auch in den Ring steigt? Der Junge ist 18, sieht genauso aus wie er. Und vielleicht sehen wir die beiden ja auch irgendwann mal bei Project Nova. Aber vielleicht sehen wir auch Nino Bryan als ersten Sieger von Collision. Fängt hier Nick Schreier schon wieder ab. Schöner Kick. Der weiß gar nicht richtig, wo er ist. Da ist Nino Bryan auch schon wieder da. Schnappt ihn sich jetzt. Soll das jetzt ein Suplex vom Seil geben? Na, da hat Nick Schreier noch ein Wörtchen mitzureden. Malträtiert die Rippen gegen seines Gegners und stößt ihn wieder nach unten. Setzt sofort nach. Du siehst es. Nick Schreier ist sofort da. Lässt sich keine Verschnaufpause. Snap Suplex hier gegen Bryant. Und das Cover? Nur bis 2. Die harte Dresdener Schule macht sich hier bezahlt. Absolut. Nick Schreier, vielleicht der beste Schüler, der aus der Pro Wrestling School in Dresden kommt. Unter anderem trainiert von Franz Engel, von Lawrence Roman. Hat natürlich auch ein Training bei Axel Tischer mitgenommen. Der Junge ist überall in Deutschland bei den großen Ligen unterwegs. Wir haben ihn bei der GWF gesehen. Wir haben ihn bei der WXW bereits gesehen. Und bin sehr, sehr gespannt, wie weit er hier bei Collision kommt. Vielleicht ist die Vorrunde auch schon vorbei. Ich hoffe es natürlich nicht, Nick Schreier. Mit dem Ellbogen nimmt Anlauf. Dropkick ins Gesicht. Da sind die Lichter aus, glaube ich. 1, 2. Oh. Aber es ist noch jemand zu Hause, Virgil. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, Nino Bryan war vielleicht schon im Flieger zurück. Nick Schreier lauert, wartet auf seine zweite Paradeaktion. Den Crossbody vom obersten Seil. Ausgewichen von Bryan und der Headbutt in die Magengrube. Da tut der Kopf natürlich weh. Kick. Ausgewichen und der Schoolboy. Ausgewichen. Eingerollt. 1, 2. Das reicht doch nicht. Noch ein Soccer-Kick hinterher. Und diesmal hat er sein Ziel absolut getroffen. Auch ein Nino Bryan will sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Was für ein Duell zwischen diesen zwei Leuten. Zwischen diesen zwei Ausnahme-Highflyern. Noch ein Dropkick ins Gesicht. Abgeduckt, Vorarm. Nick Schreier wirkt benommen. Er kämpft, er kann nicht mehr so wirklich. Ist Nino Bryan vielleicht ein Stück zu schnell für ihn? Das Cover nach dem Claymore. Nur bis 2. Was? Ich hab gedacht, das wär's. Ich hab gedacht, das war das Matchende. Aber Nick Schreier befreit sich in allerletzter Sekunde. Auch Nino Bryan versichert sich doch mal bei unserem Offiziellen, ob das denn wirklich nur 2 war. Die Fans können sich überhaupt gar nicht entscheiden, für wen sind sie heute? Sind sie für Nick Schreier oder sind sie für Nino Bryan?
ausgewichen mit dem Moonsault. Jetzt Nick Schrei auf dem Seil, aber da ist wie Neo Bryan schon wieder. Double Axel in den Rücken. Soll das etwa ein Back Suplex hier vom Brett's Rope vom zweiten Seil geben? Nick kämpft sich zurück. Faustschläge von ihm. Der hat selber wieder nach unten. Den harten Tritt ins Gesicht, die Kontrolle zu gewinnen. Und ein schöner Face-Slam. Jetzt muss Nick Schreier nachsetzen. Nicht zu lange warten. Gaspedal weiter durchdrücken. Neo Bryan, er taumelt. Ist da noch Licht drin? Und? Ansatz zum Crossbody. Punktgenau getroffen. Das war's. 1, 2, 3. Der Gewinner, Nick Schreier! Und damit sind das die ersten 2 Punkte hier für Nick Schreier. Zusammen mit Palovan Nima führt er die Tabelle nach dem ersten Spieltag an. Wir werden sehen, was der zweite Spieltag bringt. Aber was für eine Leistung von ihm, was für eine Leistung von Neo Bryan. Und jetzt bin ich gespannt, wie sieht's mit dem Respekt nach dem Match aus. Nick Schreier bietet seinem Gegner den Handschlag an, aber ist der überhaupt dazu in der Lage, ihm die Hand zu schütteln? Ja, Neo Bryan hat sich seine Rückkehr nach Berlin vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt, aber da ist der Respekt zwischen diesen beiden Talenten und ich hoffe wirklich sehr, dass wir die beiden noch einmal